Sie wollen ihren Liebsten noch einmal nah sein, an dem idyllischen Ort, der jetzt auch ein Ort des Schreckens ist. Tage nach der Katastrophe besuchen Angehörige die Absturzstelle in den französischen Alpen. Sie sind voller Trauer und voller Fragen, wie etwas so Schreckliches passieren konnte. Am 24. März hebt der Airbus 320 um 10.01 Uhr vom Flughafen Barcelona ab. Reiseziel Düsseldorf. An Bord 144 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder. Um 10.27 Uhr erreicht das Flugzeug seine reguläre Reiseflughöhe. Dann überträgt der Pilot seinem Co-Piloten die Verantwortung und verlässt das Cockpit. Das belegt der Stimmrekorder. Kurz darauf geht die Maschine in einen kontrollierten Sinkflug. Als der Kapitän wenige Minuten später wieder ins Cockpit will, öffnet der Co-Pilot nicht. Während draußen das Hämmern an die Tür immer lauter wird, hört man drinnen im Cockpit nur das konstante Atmen des Co-Piloten. Gegen 10.40 Uhr nimmt der Stimmrekorder die letzten Geräusche auf, dann zerschellt der Airbus in den französischen Alpen. Es gibt keine Überlebenden. Zwei Tage später wird aus der Tragödie endgültig ein Drama. Der leitende französische Staatsanwalt gibt bekannt, der Absturz war kein Unfall. Die Auswertung des Stimmrekorders lasse keinen Zweifel. Der Co-Pilot hat die Maschine absichtlich gegen die Felswand geflogen. Ein Schock, vor allem auch für seinen Arbeitgeber. Denn der Lufthansa-Konzern, zu dem Germanwings gehört, muss einräumen. Wegen einer schweren Depression hatte der Co-Pilot 2009 seine Ausbildung für einige Monate unterbrochen und anschließend die Fliegerschule über den Grund informiert. Nach Abklingen der Depression setzte er seine Flugausbildung fort. Er hat in der Folge nicht nur alle medizinischen Tests bestanden, sondern auch alle fliegerischen Schulungen, alle fliegerischen Prüfungen und Checks bestanden. Er war 100% flugtauglich, ohne jegliche Einschränkungen, ohne jegliche Auflagen. Eine verhängnisvolle Fehleinschätzung. Der Lufthansa-Konzern steht jetzt in der Kritik. Gab es Versäumnisse im Umgang mit dem Co-Piloten? Wurden wichtige Informationen über ihn nicht weitergeleitet? Und warum besaß er ein vollgültiges Tauglichkeitszeugnis, obwohl er Jahre zuvor als suizidgefährdet eingestuft worden war? Die zentrale Frage aber lautet, hätte die Katastrophe verhindert werden können? Die Staatsanwaltschaften in Düsseldorf und Marseille prüfen derzeit, bei wem möglicherweise eine Mitschuld liegt am 150-fachen Tod in den Alpen.